Wenn du wirklich, wenn du vor etwas keine Angst hast haben müssen, dann war es die SPD. Aber der Chefbejubler der Bildzeitung, in der Bildzeitung von unserer Kanzlerin Hugo Müller-Fock, der immer mit dem schönen Kürzel Fock you schreibt, ihr Permanentbespeichler des Kanzlerinnen-Zäpfchen, der hat ein Schreckensszenario aufgestellt von wegen, was uns droht, sollte die SPD überhaupt noch irgendwas zu sagen haben nach der Wahl. Volksrepublik Deutschland. Drehbuch für die rot-rot-grüne Wende. Der Schwur, nie mit den Linken, bezieht sich nur auf 2009, nicht auf die Zeit danach. Vielleicht kommt es zu einer Neuauflage der Großen Koalition, doch nur ein Jahr später lässt die SPD sie platzen. Und dann lässt die Bild-Zeitung, die auf ihre tägliche Fahne das schöne Motto geschrieben hat, unabhängig, überparteilich, also Charaktereigenschaften, mit denen du kein politischer Chefredakteur im ZDF werden kannst, laut Verwaltungsrat. Die Bild-Zeitung nach dem Motto handelt, ich bild dir deine Meinung, und Millionen Leser sagen, oh ja, gerne, dann müssen wir einen Schokokotongo machen. Und ich habe mir die Schreckensvision aufgezeigt, was passieren wird, wenn im Herbst nicht die herbeigesehnte bürgerliche Mehrheit das Ruder übernehmen sollte, wird sich Stalins Faust, Honeckers Brille umklammend, Mao gleich grinsend aus Trotzkis gespaltenem Schädel emporrecken, um ein einstmals prosperierendes Land in den Schlund der Hölle zu ziehen? Nein, es wird noch viel schlimmer, hat Hugo Müller-Fock gewusst. Was droht uns mit der rot-rot-grünen Wende? Ein Mindestlohn von 7,50 Euro, der bis 2013 auf 10 Euro ansteigen wird. Die Erhöhung von Hartz IV auf 420 Euro im Monat. Eine höhere Einkommensteuer ab 120.000 Euro Jahresverdienst. Die Wiedereinführung der Vermögensteuer. Eine Bürgerversicherung, eine Art Zwangs-AOK. Rentenbeiträge auf alle Einkünfte und eine Beschleunigung des Atomausstiegs. Was will jetzt Hugo Müller-Fock mir damit sagen? Dass wir davor Angst haben sollen? Vor einem Mindestlohn von 7,50 Euro, der dafür sorgt, dass ein 40-Stunden-Wöchner am Monatende 1.500 Euro brutto heimbringt? Dass derjenige, dessen Firma sich global verzockt hat, weshalb er entlassen wurde und auf der Straße sitzt, jetzt 420 Euro im Monat zum Verprassen hat? Dass eine Bürgerversicherung kommt, die verhindert, dass normale Patienten irgendwann aus der Praxis gefegt werden, von wegen kommen sie wieder, wenn sie sich privat leisten können? Und Rentenbeiträge auf alle Einkünfte, dass womöglich auch ein Josef Ackermann von seinen Millionen busy was für die Rentenkasse der Allgemeinheit abzweigen müsste, wie er es als Schweizer in der Schweiz machen muss. Und der Atomausstieg, nein, der darf schon gar nicht. Dann hätten wir ja keine leckenden Fässer mehr, die wir im einsturzgefährdeten Salzstock in Asse günstig zwischenlagern könnten. In der Bad Bank der Atomindustrie. Und vor diesen Visionen muss man Angst, ja, meint Hugo Müller-Fock. Weil wenn das kommt, dann droht uns Bye-Bye-Bundesrepublik. Aber ich sagte, Hugo, es gibt Teile der Bundesrepublik, zu denen würde ich heute schon gern Bye-Bye sagen. Na, aber es darf nicht sein, darf nicht. Es darf nicht, nein. Aber es darf nicht, es wurde alles getan, um das bürgerliche Lager, die eigentlich sozial denken, um das bloß nicht zu gefährden. Westerwelle hat im Wahlkampf das Thema soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt. Da mussten Sprachlehrer und Logopäden monatelang mit ihm üben. Und gesagt, Guido, es ist doch nicht so schwer. Sprich's einfach nach. Soziale Gerechtigkeit. Mittlerweile geht es denn von der Lippe, als hätte es mit der Muttermilch eingesogen. Auch die Kanzlerin, die einzig soziale Partei der Mitte ist, die Partei der Mitte ist die CDU. Haben alle schon vergessen, was sie vorher irgendwie mal vorhatten? Vor der herbeigeschriebenen Traumhochzeit von Merkel und Westerwelle habe ich mir gedacht, die beiden müssten wir normalerweise einsperren in den fensterlosen Raum, Neonlicht anknipsen und dann beschallen mit ihrem eigenen neoliberalen Deregulierungsgewäsch der letzten 10 Jahre, 23 Stunden am Tag. Und in der freien Stunde gibt sämtliche Weihnachtsansprachen von Horst Köhler als Endlosschleife. Dagegen ist Waterboarding. Dagegen ist Waterboarding ein Freizeitevent. Der Gedanke gefällt mir. Dem hänge ich jetzt noch ein bisschen nach.
Wir machen ein Päuschen. Bis gleich. Diese Sendung wurde unterstützt von der Druckerei Flyer Alarm. Und morgen blickt Urban Priol weiter zurück. Die rot-rote Gefahr, gut, kam ja nicht, weil sie machen jetzt Jamaika, and then you kick your troubles like a coconut, ui. Der Bürger will die Katze im Sack, wobei da schon die schlauen Strategen gewusst haben, da wird nicht mal mehr eine Katze drin sein. Tilt 2009, Teil 2 des Jahresrückblicks. Morgen Abend um 10:45 im Bayerischen Fernsehen. Gewinner Ulan und Bator.